Wie bist du eigentlich darauf gekommen, Poetin zu werden? Oder ist das eine Berufung? Ich weiß nicht, ich war mal bei einem Poetry Slam und dann hatte ich Lust, das auch zu machen und habe ein paar Texte geschrieben und dann total Panik bekommen, weil ich vergessen hatte, dass man dann ja auch so richtig vor Leuten auf einer Bühne steht. Deswegen habe ich mir eine große Flasche Wein gekauft und sie ausgetrunken, was nicht so gut war, weil ich war 16 und sehr klein und dünn. Und dann gab es auch noch Freigetränke vor Ort und dann habe ich auf der Bühne so übel gelallt und gestolpert und so, dass man mir einen Stuhl hingestellt hat. Und alle Veranstalter und so erinnern sich an den Abend außer ich und es war wirklich ganz unangenehm und danach konnte einfach nichts Schlimmes mehr passieren, weil das ist schon weit unten. Gibt es denn eine Videoaufzeichnung von diesem ersten Abend? Zum Glück überhaupt nicht, nee. Es gibt nur noch die Bilder in den Köpfen von ein paar Leuten und ich hoffe, die verblassen auch langsam so ein bisschen. Aber es war schon 7 Jahre her. Ich gebe dir die Bühne. Viel Spaß. Okay, Dankeschön. Weil das ja mit der Zeit eigentlich gerade geklappt hat, lese ich einfach noch zwei Texte vor, nochmal aus zwei Büchern, weil ohne das ganze Geblätter zwischendurch wäre es ja auch nicht echt. Der, den ich jetzt vorlese, handelt von einer Sache, die mir jetzt so zu Pandemiezeiten wirklich so überhaupt nicht fehlt. Nämlich das Flixbusfahren. Das ist als Mensch, der ab und zu tourt, ohne Bahncard, wirklich das Allerschlimmste, was man machen kann, die ganze Zeit Flixbus fahren. Habe ich aber gemacht, da habe ich einen Text drüber geschrieben, weil man so seine Gefühle ja verarbeiten muss auch. Der geht so. Um einen relativ vernünftigen Überblick über viele gesellschaftliche Probleme zu bekommen, kann es reichen, sich für kurze Zeit mit 50 zusammengewürfelten Fremden irgendwo einzusperren. Ich sitze im Flixbus. Das ist selten Anlass zur Freude, aber gerade finde ich es gut, weil die letzten 2,5 Stunden habe ich nicht im Flixbus gesessen, sondern auf den Flixbus gewartet. Jetzt warte ich auf was anderes, nämlich darauf, dass wir auf der Autobahn ankommen. Der Busfahrer hat nämlich das Klo abgeschlossen, bis dahin. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht, weil man im Stadtverkehr immer so viel bremsen muss und es ungünstig ist, wenn sich ein richtig maskuliner, männlicher Mann nicht verkneifen kann, im Stehen zu pullern. Hinter mir diskutiert ein Pärchen über die Frauenquote. Er sagt, wäre Geschlechtergleichheit ein Kuchen, hätten Frauen schon 60%. Sie sagt, wäre Geschlechtergleichheit ein Kuchen, würden sich Männer die Kirschen rauspicken und den Frauen nur so viel Krümel übrig lassen, wie ihnen gerade in den Kram passt. Und die Frau hätte den Kuchen gebacken. Ich mag ihren Ansatz, denke aber, das ist einfacher. Wäre Geschlechtergleichheit ein Kuchen, dann hätten wir gar keinen Kuchen. Nur vielleicht so ein ekliges Früchtebrot oder so. Die letzte Reihe ist komplett blockiert von einer Mutter mit 3 Kindern in unterschiedlichen furchtbaren Altersstufen. Das Jüngste schreit und kackt, das Mittlere guckt eine Folge Regenbogenfisch. Und das Größte kackt zwar nicht, aber schreit auch schon fast, weil der Tablet-Akku fast leer ist und die Steckdose nicht funktioniert. Flixbus halt. Der Bus fährt nach München, bis dahin sind es noch locker 6 Stunden. Das Kind schreit, das andere Kind schreit und kackt, das dritte Kind singt Regenbogenfisch. Und das Pärchen vergisst den Kuchen und starrt die Mutter böse an. Der schlafende Anzugboy wacht auf und starrt die Mutter böse an. Die älteren Herrschaften, von denen einer so schlimm hustet, aber seit Wochen keinen freien Arzttermin kriegt, starren die Mutter böse an. Und das ist irgendwie doof, weil die Mutter schreit ja gar nicht, noch nicht. Und sie kackt auch nicht, obwohl sie vielleicht muss, aber das Busklo ist ja zu. Sie singt noch nicht mal Regenbogenfisch. Sie hat eigentlich nur die Hände voller Scheiße und wird von 3 Seiten gleichzeitig vollgenölt und ihr Handy klingelt und beim Baby muss man ja auch noch den Kopf halten und eine Saftpackung ist im Rucksack aufgegangen und während sie dem mittleren Kind die Kopfhörer entwirrt, versucht die Jacken und Mützen und Spielsachen vorm hohen C zu retten und mit ihren anderen 8 Händen Brote schmiert und Nasen putzt und Erstickungsgefahren abwendet, wird sie jetzt auch noch böse angestarrt. Hätte sie nicht Auto fahren können? Hätte sie nicht. Denn nicht jede alleinerziehende Mutter hat Kohle für ein Auto. Fast genauso viele böse Blicke kriegt der Busfahrer, wegen den 2,5 Stunden Verspätung. Er liefert sich jetzt ein Wortgefecht mit dem aufgewachten Anzugboy. Der hat nämlich gemerkt, dass es spät ist und er seinen wichtigen Anzugboy-Termin verpasst, eine Besprechung für eine Fusion oder eine Kooperation oder irgendwas anderes Unleckeres. Und er fragt, könnte man denn nicht schneller fahren? Und der Busfahrer sagt, mit diesen neuen Informationen, also dass er für ihn so wichtig ist und so, dann würde das natürlich gehen. Er aktiviert jetzt einfach mal den Nitro-Antrieb und ab geht's. Da können wir ihn pünktlich direkt vor dem Konferenzraum absetzen. Die Polizei versteht das bestimmt auch mit der Geschwindigkeitsübertretung, wenn es ja so ein wichtiger Termin ist. Der Anzugboy guckt ein bisschen sauer und schimpft und nennt den Busfahrer faul und unhöflich und will sich beschweren und würde gerne das Feedback an das Unternehmen weitergeben, dass die Busfahrer besser ausgesucht und ausgebildet werden müssen und so. Und es muss auch mehr Busfahrer geben, damit bei Ausfall keine Wartezeiten entstehen. Und der Fahrer sagt, falls das Unternehmen aufhört zu knausern, ist das Erste, wofür er sich einsetzt, eine schalldichte Scheibe zwischen Fahrer und Fahrgästen, damit er sich diese ganze Scheiße nicht mehr die ganze Zeit anhören muss.
Jetzt wird der Busfahrer von noch mehr Leuten böse angeguckt und dein Teenager kriegt auch fiese Blicke, weil er im geschlossenen Raum jetzt so unbedingt ein Mettbrötchen essen muss und dein Kind schreit und jetzt schreit auch der Anzugtyp und die alte Frau schreit den alten Mann an, dass sie bei seinem Husten kein Auge zukriegt und der Typ schreit seine Freundin an, dass sie doch wählen gehen darf und es auch nicht selbstverständlich ist und das Kind singt Regenbogenfisch und ich denke, all dieser Hass, das ist ja eigentlich ganz fantastisch, aber doch nicht so. Wenn wir schon all diese Energie, diese gebündelte Wut haben, dann lass sie uns nicht aneinander auslassen, sondern auf den Dorn in unserem Auge, unserem gemeinsamen metaphorischen Auge fokussieren. Der Dorn, der bei allen tief verankert sitzt und eitert, die sich keine bei Uncut 100 leisten können oder gar über ein eigenes Automobil verfügen. Lass uns gemeinsam die Wurzel des Übels hassen, den einzigen, den einen, den bis zur Monopolstellung aufgekauften und hochfusionierten fucking Flixbus.